Wenn es draußen schon früh dunkel wird und der Schnee die eisige Kälte aus den Bergen mitbringt, ist es Zeit, sich an den gemütlichen Kamin zu setzen und wunderbaren Erzählungen zu lauschen. Autoren und Autorinnen aus dem Inntal haben sich zusammengetan, um mit dieser Sammlung Winterträume zum Leben zu erwecken. Da stellt ein Dorf alles auf den Kopf, um den Wunsch eines kleinen Mädchens zu erfüllen. Sonderbare Gestalten bringen Geschenke und Chaos mit. Aus unerwarteten Begegnungen werden zauberhafte Tage und in der kalten Jahreszeit werden die Herzen ganz warm. Winterzeit ist Geschichtenzeit. Ich bin Gisela Rieger und das ist mein sechstes Buch 111 Herzensweisheiten. Ich schreibe hintergründige und herzerwärmende Kurzgeschichten. In der Anthologie heißt meine Geschichte Das Weihnachtswunder vom Samerberg. Wunder gibt es immer wieder. Lassen Sie sich überraschen. Mein Name ist Miriam Geimer. Mein erstes Buch, Glück stand nicht zur Debatte, ist ein Entwicklungsroman. Und jetzt durfte ich der Anthologie eine Geschichte beisteuern mit dem Titel Frohe Weihnachten, liebe Anna. Ich bin Luzi van Gisteren. Ich bin Autorin für humorvolle Krimikomödien, wie ihr hier sehen könnt. Von mir ist auch eine Erzählung in der Anthologie vom Rosenheimer Verlagshaus. Der wundersamen Winterzeit. Mein Name ist Annalena Vogel, ich schreibe Western. Und in der Anthologie von den Rosenheimer Autoren heißt meine Geschichte Stadtaffe. Geht um Pferde, Liebe und natürlich Weihnachten. Mein Name ist Monika Nebel und ich schreibe unter zwei Pseudonymen. Als ein neuer Jace schreibe ich romantische Fantasy. Deshalb geht es hier in der Geschichte Zauber der Zeit um einen Mann, der im winterlichen Tal von Altenhohenau durch eine ganz besondere Begegnung seine Hoffnung wiederfindet. Als K.T.S. Farrell schreibe ich Romantik-Thriller. Deshalb gibt es einen Liebesroman mit Krimi auf dem Wasserburger Christkindlmarkt. Ich bin die Kerstin Gröber. Ich schreibe historische Indianerromane. Mein letzter Roman heißt Donnergrollen im Land der grünen Wasser. In der Weihnachtsanthologie schreibe ich eine Geschichte, in der ein Bauer erfährt, dass er eine indianische Tochter hat. Der Brief aus Amerika. Wir sind Rüdiger Lehmann. Und Sonja Lehmann, wir arbeiten als Autorenpaar im Textbereich für Online-Marketing. Ich schreibe als Bloggerin berührende Texte, die emotional berühren und damit im Gedächtnis bleiben. Als Ghostwriter schreibe ich Bücher im Bereich Philosophie und Kultur. Und mein eigener aktueller Roman Mistral, Mistral, der erscheint im Frühjahr 2019. Und gemeinsam geben wir Schreibkurse zum Thema Kreativschreiben, Businessschreiben und einfach Schreiben für schöne Poesie. Und in der Anthologie haben wir beide Geschichten drin, die sich mit der Mystik der stillen Jahreszeit beschäftigen. Mein Name ist Brandt, Peter Brandt. Ich habe die Lizenz zum Schreiben. Krimis, Rosenheim-Krimis. In meiner Geschichte, in der Anthologie Der Imitator, wird der Fall eines prominenten Angeklagten vor dem Rosenheimer Amtsgericht verhandelt. Hallo, mein Name ist Tobias Fischer. Ich schreibe vorwiegend Fantasy-Romane. Das ist das letzte aktuelle Werk, Byron Swift und die Allianz der Verlorenen. Für die Rosenheimer Weihnachtsanthologie ist mein Beitrag die Krampusgrüße. Ciao,
Sono Giuseppe Bruno, ich schreibe zusammen mit Kerstin Gröper die Krimiserie mit Kommissario Marchetti in Siena. In der Winteranthologie besucht Kommissario Marchetti Bayern und erlebt ein Abenteuer. Der Kommissar und das Hündchen. Ich bin Bernhard Kürzel und schreibe vor allen Dingen Fantasy, Science-Fiction und spirituelle Bücher, wie auch mein letztes Buch, Der Lichtgarten von Helgoland. Meine Geschichte in der Anthologie, Mein zweites Leben, enthält auch das eine oder andere autobiografische Element. Ich bin Heike Holz, Expertin für Persönlichkeit und für körperlich-seelische Gesundheit mit einer Praxis in Nussdorf. In meinen Büchern geht es um das Glück und wie es leichter im Leben geht. In der Anthologie findet eine Frau von ihrem unglücklichen, schweren Leben in ein leichtes, glückliches Leben. Glücklich statt perfekt.